Hallo und herzlich willkommen bei Raum für Notizen. Mein heutiger Gast ist Samira Fanza. Zu meiner Rechten. Hallo, herzlich Hallo, willkommen. Ja. Du bist einer der Filmemacher aus dem Kollektiv Schwarzer Hahn und ihr habt einen Film gedreht, der heißt Verdrängung hat viele Gesichter. Darüber möchte ich mich heute gern mit dir unterhalten. Zuerst aber, was möchtest du trinken? Ich hätte gern Wasser. Gut. In der Zeit, wo ich das Wasser hole, würde ich dich bitten, uns kurz zu erklären, wer ist das Kollektiv Schwarzer Hahn? Wie viele Menschen sind daran beteiligt und was ist deine Rolle in diesem Kollektiv, in dem Filmkollektiv? Mhm. Gut. Gut. Dann erzähle ich da mal. Ja. Also Schwarzer Hahn ist ein kleiner Filmhaufen gewesen, der hat sich mal getroffen vor 6 Jahren und haben entschieden, wir wollen Film machen. Ja. Und zum Thema Baugruppen und Eigentumsbildung. Und wir haben dann ein Konzept entwickelt, das abgedreht und dann ist das Kollektiv auseinandergeflogen, weil wir plötzlich mit 55 Stunden Filmmaterial konfrontiert waren und uns die Puste ausging. Ja. Und dann hat es ein Jahr lang gelegen, das Material. Und dann haben wir entschieden, nach einem Jahr nochmal einen neuen Anlauf mit auch zum Teil neuen Leuten und haben das dann fertig gemacht. Also es hat sich sozusagen zweimal verändert, der Haufen. Und ich bin so ziemlich von Anfang an dabei, es sind noch andere vom Anfang an dabei, aber die sind so ein bisschen scheu. Okay. Und die wollte ich auch hierher schleifen, aber die wollten nicht. Die wollen einfach nicht. Kurti hätte ich ja gerne gehabt. Kurti kann nicht, Kurti muss arbeiten. Okay. Ja. Ja. Aber wann ging das los? Also in welchem Jahr? Wie lange? Wir haben 2010 angefangen zu drehen, das Konzept zu entwickeln und die Interviews einzusammeln. Wir haben Unmengen von Material gehabt, was wir einfach auch gar nicht alles verwendet haben. Also wir haben unheimlich viele Szenen aus dem Stadtteil, die so den Widerstand dokumentierten, die haben wir gar nicht genommen. Mhm. Genau, kurz noch ganz allgemein. In dem Film geht es um steigende Mieten. Was machen Mieter, beziehungsweise wie verändert sich ein Kiez? Gentrifizierung ist ein Begriff, den man damit reinbringen kann. Trifft es das so, würdest du sagen, oder was? Ich würde es ein bisschen anders beschreiben. Okay. Wir gucken uns so einen kleinen Mikrokosmos an und beobachten den über 5 Jahre und gucken, wie eine neue alternative oder ehemals alternative Mittelschicht sich Eigentumswohnungen baut und wie die Alteingesessenen und die neu zugezogenen, die kein Geld haben, unter Druck kommen und aus dem Kiez rausgedrängt werden. Und das stellen wir sehr nah gegenüber. Und deshalb hat das ein bisschen schmerzhafte Momente, wenn zum Beispiel der Buchfinger erzählt und sagt, er lebt von 5 Euro im Monat und ungefähr 50 Meter, der lebt von 5 Euro, Entschuldigung, am Tag. Und das ist das, was er sich aus der Kasse zum Essen nimmt und zum Leben. Und ungefähr 50 Meter Luftlinie ist ein Eigentumshaus, wo die Leute das Penthouse vermieten für 1.600 Euro den Monat und das ist eine Baugruppe von sogenannten Alternativen, die so alternativ eben gar nicht sind. Genau, da gucken wir dann später auch noch mal rein, ja, da haben wir zwei Filmausschnitte vorbereitet. Kurz zum Titel des Films, Verdrängung hat viele Gesichter. Als ich das gehört habe und mir dann auch den Film angeguckt habe, mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, habe ich so gedacht, könnte man auch Veränderung hat viele Gesichter, hätte man, oder warum Verdrängung? Also das ist ja schon eine sehr klare Aussage, fand ich. Nein, es ist keine Veränderung. Also es ist ein gewaltsamer Prozess. Und dieser gewaltsame Prozess, der geht zwar so ein bisschen schleichend voran. In der einen Wohnung kann wer die Miete nicht mehr zahlen, deshalb zieht er weg. In der anderen wird die Wohnung modernisiert und die Kosten explodieren. Mhm. Es gibt Leute bei uns im Kiez, die zum Beispiel sich das Essen vom Mund absparen, damit sie noch im Kiez wohnen bleiben können, also die Miete zahlen können. Das ist eine Katastrophe. Und deshalb ist das eine gewalttätige Veränderung. Und die einfach nur Veränderung zu nennen, so wie wenn ich mir jetzt statt grünen Kajal blauen mache, das ist nicht das Gleiche, sondern das ist was, Leute werden
mit einer subtilen Gewalt oder auch offen mit Zwangsräumung dann auch verdrängt. Mhm. Ja. Okay. Und die vielen Gesichter, das ist den Titel, wir haben lange überlegt und wir sind eigentlich ziemlich froh, dass wir diesen Titel genommen haben, weil der in verschiedenste Richtungen aufgeht und für verschiedenste Leute auch im Publikum, der läuft ja im Kinos und so, auch offen bleibt. Ja. Und sie dann sehen können, wie sie das selber interpretieren. Ich habe zwar ein eindeutiges Bild dazu, aber die Leute gucken sehr, sehr unterschiedlich den Film. Ja, fand ich aber auch gut. Also habe ich auch so verstanden, es waren viele unterschiedliche Perspektiven gezeigt, fand ich in dem Film. Ja. Unsere Sendung heißt der Raum für Notizen und wir hatten dich gebeten, eine Notiz aufzuschreiben. Und nimm die doch mal bitte in die Hand. Und wir gehen mal, bevor wir weiterreden, darüber zu dem Dartspiel. Ich gebe dir mal einen Pfeil. Komm doch mal mit hier rüber. Genau da. So, hier ist es ganz gut. Also du kannst versuchen, die Notiz damit so zu schießen oder du schießt erst den Pfeil und steckst die dahin. Was ist dir lieber? Ich versuch's mal beides. Beides? Okay, probier mal beides. Mal gucken, ob ich eure Linse treffe. Ist gemein, ne? Okay, ich versuche sie nicht zu treffen, es klappt so nicht. Du pass mal auf, wir probieren nochmal, okay? Ja. Du darfst doch mal schießen. Und ich hole die Zettel und pinne die, halte die für dich. Ich mach das extra, ja. Und pinne die dann an. So, jetzt muss ich beweisen, dass ich werfen kann. Ja, bitte. Die Kamera da hinten, die macht mir aber Sorgen. Naja, das ging ja gerade nochmal gut, wa? Also. Wir schauen mal hier, was du mitgebracht hast. Ich halte es mal hier so. Und zwar, einmal steht hier, Verdrängung hat viele Gesichter. Das ist dein Film, über den reden wir dann noch. Und niemand wird alleine gelassen. Warum hast du diese Notiz ausgewählt? Warum hast du dir diesen Satz? Warum steht der hier? Naja, wir haben im Kiez, werden ja relativ viele Leute von diesen Mieterhöhungen bedroht und wir haben entschieden, dass wir eine Kampagne machen. Also die fangen wir seit einem Jahr, anderthalb Jahren haben wir die angefangen, dass wir versuchen, alle Leute im Kiez zu halten und dass wir alles Mögliche dafür tun. Das heißt, das ist das orientierende Ziel und nicht, ist es legal oder nicht und nicht, ist es schafft es Verständnis oder nicht, sondern es geht darum, alle, die dort wohnen wollen, sondern auch wohnen bleiben können und nicht aufgrund von wenigen Geld dort abhauen müssen. Hm. Und das heißt eigentlich Solidarität. Ja. Und das ist aber so ein bisschen abgelutscht, Solidarität, sondern das konkret zu machen und zu sagen, alle, die unter Druck sind, die können sich an die Stadtteilinitiative wenden und wir versuchen uns mit den Leuten zu organisieren und auch zu kämpfen, dass sie bleiben und sammeln sehr viele Erfahrungen gerade auch. Ja. Auch über den Blog Carla Pappel? Genau, über Carla Pappel, diesen Blog, diese Stadtteilinitiative gibt es seit 6 Jahren. Und wir haben auch ein Jahr Pause gemacht, weil wir haben die ganze Zeit skandalisiert und gesagt, die Mieten steigen. Am Anfang haben uns alle gesagt, das ist alles Quatsch, also tatsächlich so. Wir haben gesagt, die Baugruppen und die alternative Mittelschicht, die da gerade baut und Eigentumswohnungen baut, die wird einen Verdrängungsprozess in Gang setzen. Da haben uns alle gesagt, lass doch diese Baugruppen in Ruhe, die sind doch gar nicht so schlimm. Wir haben gesagt, nein, die sind nur ein Teil des gleichen Problems, nämlich dass alles in Eigentum umgewandelt wird in der Stadt gerade. Also alle Mietwohnungen in Eigentum, das bringt die meiste Rendite. Mhm. Und da haben wir dann angesetzt und das immer skandalisiert und das Skandalisieren, dann sagen alle auch, ja, ihr habt ja recht und Schultern klopfen einen die Schultern und alles geht weiter in der Politik und die Leute bauen weiter und so. Und dann hatten wir so die Schnauze voll und haben jetzt gesagt, niemand wird allein gelassen, wir müssen ein paar schärfere Worte anschlagen und also das auch umsetzen. So, ja. Ne? Umsetzen, setzen? Sehr gute Überleitung von dir. Ja. Ja, und war das auch so der Gedanke, deswegen machen wir den Film und quasi setzen uns nochmal alle hin, und um auch was zu verändern? Also was war der Ziel, was war die Absicht dahinter, das dann, oder die Motivation, das zusammenzuschneiden, dieses ganze Filmmaterial und versuchen, ja, also... Ja, das war nicht das eigentliche Ziel. Angefangen haben wir, weil wir dachten, also wir müssen die Eigentumsfrage mehr zum Thema machen, weil es...
sehr unterbelichtet ist bei vielen Leuten, die sagen, ja, der hat sich doch jetzt was gebaut, ist doch okay. Und wir das Gefühl hatten, aber auch Leute, die wir schätzten oder so, hatten diese schwammige Meinung und können überhaupt nicht also übersetzen, was das heißt für einen Stadtteil und für eine Stadt. Und haben gedacht, wir müssen da viel näher ran. Und wir haben gedacht, wir gehen nicht abstrakte Investoren angreifen und sagen, das und das passiert überall in der Stadt. Mhm. Da hätten wir auch einen Film machen können, das wäre ein ganz anderer Film geworden. Sondern wir wollten diese ganz große Nähe darstellen, die sich ergibt, wenn in einem Stadtteil diese Leute aufeinandertreffen. Mhm. Und um so ein Bewusstsein für zu schaffen, was das eigentlich auch für eine Gewalt ist, die da sich freisetzt, ohne dass es eine körperliche Gewaltberührung gibt, sondern alles ist sozusagen gesetzlich restriktiv angelegt und repressiv angelegt. Mhm. Kannst du deine Miete nicht zahlen, musst du gehen. Genau. Und das ist der Hintergrund. Habe ich einen Ausschnitt gewählt von Nachbarn. Korrigier mich bitte, ich glaube, das ist die Baugruppe vom Schmollernplatz. Da gibt es jetzt zwei Nachbarn und zwar beschreiben die beiden, ich muss hier mal kurz weiter gucken, Sabine und Flieger sind das, genau. Mhm, genau. Da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein, wie das für die ist, wenn direkt nebenan im Grundstück eine Baugruppe kommt und dort sich Eigentumswohnungen baut. Ich würde nicht sagen, dass das Reiche sind unbedingt. Ja, also ich zum Beispiel bin überhaupt nicht reich. Ich weiß noch nicht, wie lange ich hier wohnen bleiben kann, wie lange ich die Miete bezahlen kann. Mal gucken. Es sind keine wirklich reichen Leute. Es sind schon eher auch so linke Leute, die sich gerne so sehen würden, dass sie eigentlich tolerant sind und offen sind und so. Ich finde, wenn es hart auf hart kommt, ist es nicht so. Mein Vermieter zum Beispiel, der ist einer, der war mal Hausbesetzer angeblich. Das gibt mir auf den Nerven. Das sind alles Spinner, das sind alles Lügner. Das sind Wendehälse. Und dann kommen sie hier nach dem Osten. Und ich habe damals schon gesagt, ihr werdet aufgekauft im Osten. Und jetzt tun sie das auch. Und dann war er fertig mit der Modernisierung. Er ist immer noch nicht fertig mit der Modernisierung. Das Treppenhaus habt ihr gesehen. Und dann, gerade war es fertig, da kam dieses Haus. Und dann bauten die rum. Die Wände haben gewackelt. Ich habe meine Wohnung renoviert, über Risse in den Wänden. Und im Zuge dieser ganzen Baustelle und dem Wehren dagegen gab es dann hier auch eben im Haus Kontakte und ja, haben sich so ein bisschen die Fronten nochmal gezeigt, die eigentlich sowieso schon da waren. Unser Hausbesitzer will natürlich alle Wohnungen sanieren und alle Wohnungen teuer weitervermieten. Und in dem Moment, wo es dann aber so weit ging, dass wir unsere Rechte verteidigt haben, war das natürlich kein Stück mehr freundschaftlich, sondern er war knallhart und auch sehr ungehalten, wurde dann sehr wütend, konnte sich nicht einfach auf eine sachliche Diskussion einlassen. Ich habe deswegen eine Abmahnung bekommen, weil ich eine Piratenflagge hängen habe. Und ich habe eine Abmahnung bekommen, weil ich hier gegrillt habe. Das gibt's doch nicht, sind wir verrückt. Und ich habe eine Abmahnung bekommen, weil ich die Mülleimertür nicht verschlossen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich verdrängt werde hier. Ich habe Probleme mit meiner Gesundheit und deswegen bin ich nicht erwerbstätig tätig. Aber ich kann schon natürlich honorarkraftmäßig irgendwo arbeiten, aber das Geld reicht nicht zum Leben. Und diese Leute wollen mich verdrängen, ich kann es nicht bezahlen. Ich kämpfe um mein Leben. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe Angst davor. Ich muss irgendwie versuchen, mit Anwälten, und ich bin auch versichert, mein letztes Geld steckt in der Versicherung, trotz Hartz IV, damit ich das hier schaffe, gegen diesen Leuten mich zu wehren. Und diese Leute hier, und wie die alle heißen. Ich schaffe es gerade eben, meine Miete zu bezahlen. Ich habe es geschafft, so runterzudrücken, dass es bezahlbar bleibt, aber es ist sehr schwierig. Ich möchte gerne hier wohnen bleiben. Das ist mein Wunsch, das ist wirklich. Ich habe diesen Ausschnitt ausgewählt, weil ich es einen sehr emotionalen Moment fand in dem Film. Flieger hat gerade erzählt, ich möchte gerne hier wohnen bleiben und hatte so wirklich Tränenaugen. Da habe ich gedacht, was wären Mieter in dem Moment zu Flüchtlingen oder wären sie dazu hingetrieben, Flüchtlinge zu werden in ihrem eigenen Kiez? Würdest du sagen, ja, diesen Begriff kann man da irgendwie anwenden? Oder sagst du, nee, Flüchtlinge ist jetzt ein bisschen zu krass? Also was ist
Was denkst du, wenn du Flieger da so reden hörst, wie er darüber erzählt? Naja, ich kenne Flieger jetzt ein bisschen länger. Mhm. Und da kenne ich auch die besondere Situation von diesem Tag oder so. Und das verändert sich natürlich auch immer, wo man mal ein bisschen dünnhäutiger ist und ein bisschen auch mal wieder tougher ist und so. Flieger jetzt zum Beispiel, also ich habe mich heute noch mal informiert, was mit Flieger, wo er gerade steckt. Mhm. Der wohnt noch immer in dem Haus. Ah ja. Aber gleichzeitig hat er auch wohnt er gerade auf einer Brachfläche mit Zelten, mit Leuten, tatsächlich Flüchtlingen, die sonst keine Möglichkeit haben zu wohnen. Mhm. Und heute gerade war die Treuhand da, und zwar hinter der Eisfabrik das Gelände. Das ist in Mitte. Und haben zwei Zelte zerstört und einen Zaun aufgebaut und mit Polizei. Und er hat die Presse rangeholt und hat gleichzeitig versucht, dagegen auch zu klagen. Ne? Und also so, das sind die Kämpfe, die da stattfinden. Gerade Flieger ist sehr besonders, weil er tatsächlich mit osteuropäischen Flüchtlingen zum Teil in diesem Tipi-Land, heißt das, da wohnen. Und da ziehe ich erstmal meinen Hut vor. Mhm. Also das, und so sind die Kämpfe da auch gelagert. Ich glaube, Flieger würde sich nie so als politisch selber darstellen, sondern der ist einfach so, wie er ist. Menschlich. Und genau, und hat ja auch sehr derbe geredet. Aber wir haben ihn bewusst auch drinnen gelassen, weil das also sehr stark ist, seine Sichtweise auch drin zu lassen. Ja. Es gab ja Leute, die wollten den Film so ein bisschen geglättet haben und wollten, dass er rausfliegt, wenn er von dem Pack redet und so. Nee, das muss drinnen bleiben. Mhm. Das ist, also diese Berliner Originale wegzu zensieren oder so, das geht überhaupt nicht, weil das ist Teil der auch einer Identität einer Stadt, die gerade. Ja, das macht den Film auch aus. Also dass es so eine Momente da gibt. Genau. Und jetzt kommt der entgegengesetzte Ausschnitt sozusagen von der Perspektive gegenüber. Da ist ein Mann, der dort zukünftig seine Eigentumswohnung beziehen wird. Und diesen Ausschnitt werden wir uns jetzt mal anschauen und gucken, was die andere Seite dazu sagt. Ich ziehe um, weil ich in einer Großsiedlung wohne, die gerade, sage ich mal, am Kippen ist, also sozial kippen. Ich möchte da nicht mehr wohnen. Ich möchte ein ruhigeres Umfeld, möchte auf keinen Fall aufs Land ziehen und möchte trotzdem zentral wohnen. Und da ist also Altrepto für mich die perfekte Lage gewesen, weil es ist ruhig, wie man hört. Und man ist trotzdem in 10 Minuten mitten im Leben. Und das ist das, was ich eigentlich für mich ausschlaggebend war, hierher zu kommen. Ich das Grundstück mir angeguckt habe, ob ich da tatsächlich dann mitmachen will, fanden wir dann diesen Schriftzug vor, der ist ungefähr 1 Meter tief. Es steht drauf, Baugruppen, verpisst euch. Und das hat mich schon irgendwo geschockt, weil ich habe gedacht, wow, dass es sowas überhaupt gibt. Ich meine, das ist jetzt eine Mauer, die nicht zum Haus gehört, aber hier in der Nachbarschaft ist eine andere Baugruppe. Die haben ihre Fassade bemalt gekriegt mit Totenköpfen und Mieterhöhung und so weiter. Da es alles Eigentumswohnungen sind, kann von Mieterhöhung bei Neubauten meines Erachtens sowieso nicht die Rede sein. Weil argumentativ konnten wir bisher mit den Leuten nicht reden. Da es Neubauten sind und keine Altbausanierung, gehe ich mal davon aus, dass es eigentlich eher die Mietsituation hier entzerrt anstelle verschärft. Es ist natürlich klar, dass das Wohnniveau als solches gehoben wird, aber wir verdrängen niemanden, wir sanieren keinen Altbau, sondern wir bauen neu und das schafft mehr Wohnraum, das entspannt eigentlich die Situation und verschärft sie nicht. Das ist das Argument, das ich dafür habe. Außerdem, ich persönlich wohne jetzt in einer Sozialbauwohnung und ich gehe da raus, also die wird auch frei. Ja, in diesem Ausschnitt hatte ich gedacht, stimmt, da ist ja Platz und da baut jemand ein Haus und da wird ja gar niemand verdrängt. Das hat mich so total ausgehebelt für einen Moment. Warum stimmt das nie ganz oder warum kann man nie sagen, oder wer wird verdrängt? Was passiert? Also kannst du mir das entkräftigen sozusagen? Ja, mit ziemlich wenigen Worten. Ja. Also nach dem Bau dieser Eigentumswohnung am Schmollerplatz des Hauses ist der Mietspiegel dort angestiegen von einfacher Wohnlage in mittlere Wohnlage. Das heißt, dass die Mieten höher
eingenommen werden können, dass jeder Vermieter sagen kann, okay, das ist mittlere Wohnlage, gemessen an dem Mietspiegel darf ich so und so viel Euro den Quadratmeter nehmen und macht mehr Gewinn. Und das geht auch bei Eigentumswohnungen? Also das das Level hoch, oder? Nee, Eigentumswohnungen sind ein Merkmal der Aufwertung und die gehen in den Mietspiegel ein und werden aufgeführt, dass gesagt wird, aha, hier sind lauter Professoren oder sonst wie, aha, hier ist keine Brache mehr. Dann können wir den Mietspiegel in Punktesystem sozusagen anheben. Also dann werden Punkte aufgeschrieben für die Ortsumgebung und durch die Eigentumswohnung ist eine neue Kaufkraft da, durch die Leute, die da sind. Es entstehen andere Läden. Diese ganzen anderen Läden gehen ein in die Bewertung des Mietspiegels. Der kommt ja demnächst raus und wird wieder zu steigenden Mieten führen. Und durch den Bau von Eigentumswohnungen findet eine Aufwertung statt. Und Aufwertung ist ist nichts Gutes aktuell, weil es nicht allen zugutekommt, sondern es ist ein Teil der Ausgrenzung und Verdrängung. Denkst du, du kannst was dagegen machen? Naja, ich kann dagegen gar nichts machen. Also wenn, dann gibt es nur ein Wir, was dagegen machen kann. Und wir haben ja entschieden, dass wir versuchen, andere Sachen auszuprobieren. Die A100 zum Beispiel, die wird gerade durch eine Kleingartenkolonie getrieben. Die haben wir versucht, mit den Kleingärtnern zusammen zu besetzen. Wir hatten zu wenig Unterstützung von politischen Linken, die wir gebraucht hätten. Und jetzt nicht Parteien, sondern tatsächlich Leute, die so basisorganisiert sind. Mhm. Und wir haben aber so still und heimlich mobilisiert. Das hat aber nicht genug Leute erreicht. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir offensiv mobilisieren für die nächsten Geschichten. Und wir nennen das massenhafte Besetzung, öffentliche massenhafte Besetzung als Konzept. Und wir haben auch eine Webseite, Besetzen statt Räumen. Und wir werden demnächst bei Allmende, die von Zwangsräumungen bedroht sind, auch aktiv werden. Und es geht darum, dass wir nicht nur mit ein paar Leuten da stehen, sondern dass wir das Ziel haben, mit 2.000 bis 3.000 bis 4.000 Leuten ein Haus zu besetzen, das vorher anzukündigen und einen politischen Druck zu erzeugen, dass die Polizei sich nicht traut zu räumen, weil die Öffentlichkeit gegen sie steht und weil alle Leute sagen, wenn ihr nicht baut, dann werden wir uns das holen, den Leerstand besetzen, beziehungsweise, und auch ganz frech zu sagen, wir besetzen Eigentumswohnungen, die gerade bezugsfertig sind, aber noch nicht bewohnt worden, also bewohnt werden. Okay. Das ist gerade ein Konzept, was wir versuchen, relativ breit zu diskutieren. Und auch zu erproben. Du denkst also, man hat Möglichkeiten, wenn man sich zusammenschließt, was dagegen zu unternehmen, weil wenn ich mir jetzt andere Metropolen angucke, wie sich New York, Paris, wo hast du die Motivation her, zu denken, Berlin wird das nicht so passieren? In Berlin kann man noch was machen von den Rest. Also ich meine, viel ist ja wahrscheinlich nicht mehr übrig, oder? Gibt es denn viele Lücken, meine ich? Naja, es gibt schon noch Brachen, es gibt schon noch Plätze, wo Wagenburgen drauf sind. Es gibt noch den Platz, wo Flieger drauf ist. Es gibt noch im Viertel Wohnungen, die noch nicht von Investoren aufgekauft worden sind. Es ist noch nicht ganz hochklassige Mieten in dem Sinne von 12.000 Euro der Quadratmeter wie in Paris, wo ein Investor wirbt, kaufen Sie jetzt da und da, denn das rentiert sich. In den 80ern war es so teuer wie jetzt hier und jetzt wird es dort so 12.000 Euro gehandelt, der Quadratmeter. Das heißt, das Schlimmer kann es alles noch werden. Und ob das nun jetzt hier, ob wir nun stärker sind als in London oder Paris oder sonst wo, das steht auf einem anderen Blatt. Wenn wir nicht kämpfen, werden wir es nicht rausfinden. Ja. Wenn wir uns nicht mit anderen Kämpfen verbinden, in anderen Städten oder auch in anderen Ländern, werden wir sowieso keinen Erfolg haben. Und trotzdem müssen wir auch in diesen kleinen Kiezen aktiv bleiben. Ne? Ja. Und was halt wirklich sehr wichtig ist zu verstehen, es wird seit 10 Jahren nicht mehr für die Ärmsten gebaut. Ein Drittel der Bevölkerung ist Transferleistungsempfänger, das ist Hartz IV. Das sind Rentner, das sind Flüchtlinge, das sind Alleinerziehende, das sind Leute, die malochen, sitzen vorm Rechner und kriegen kein Geld oder wenig Geld. Und für dieses eine Drittel wird nicht mehr gebaut, seit 10 Jahren. Das heißt, die haben nichts, die werden von der Politik ausgeschlossen. Ich habe gehört, dass in diesem Jahr schon kommen soll Mietpreisbremse. Das heißt, wenn jemand neu in die Wohnung geht, darf nur 10% erhöht werden. Was auch kommen soll, ist, dass die Maklerprovision umgeschichtet werden soll auf den, der es quasi in Auftrag gibt. Also entweder dann der Mieter selbst oder der Vermieter. Was denkst du, bringt das was? Also denkst du, das, was jetzt, was die Politiker sagen,
die Mietpreisbremse kommt, das und das kommt, was wird das für Konsequenzen haben? Naja, die Mietpreisbremse zum Beispiel, um da mal anzufangen, 10 ja. Euro, den 10%, Entschuldigung, bei Neubezug, nicht bei, bei Neuvermietung oder so. Das ist zum einen viel Geld, wenn es 10% sind für Leute, die am Hartz-IV-Satz sind. Ich sagte ja gerade, ein Drittel für ein Drittel wird nicht gebaut. Für diese Leute kommt das überhaupt nicht in Frage. Die sind da ausgeschlossen. Die Politik bedient gerade nur ihr eigenes Klientel, von dem sie denken, die würden sie wählen. Und einen anderen Teil, also das ist eine Million Menschen dieser Stadt, sind von einer Konzeption ausgeschlossen, die auf eine solidarische Gesellschaft abzielt. Also es wird nirgendwo gebaut für bezahlbar, sondern wenn, dann wird gebaut ab 7,50 Euro aufwärts. Und das ist das Niedrigste, was sie derzeit leisten können. Aber es soll ja auch noch Gewinn abschmeißen. Deshalb bauen Stadt und Land und wie sie alle heißen, die Wohnungsbaugesellschaften, aber hochpreisiger. Das heißt, die Leute, die Hartz IV sind, beispielsweise als Orientierung, die sind bei 4 bis 5 Euro Quadratmeter. Die sind raus. Wo gehen die hin eigentlich? Ja, das hört sich dann so an. Ich spiele mal eine Szene vor, die dann wer erzählt. Ja, ich habe jetzt ein Jahr lang gesucht. Ich habe jetzt irgendwie nichts gefunden. Ach, ich wollte eigentlich schon immer mal aufs Land. Ich habe jetzt was auf dem Land gefunden. Ich gehe jetzt dort und dorthin. Und dann glauben die Leute, dass sie freiwillig gehen, weil sie schon immer aufs Land gehen wollten. Aber sie gehen eigentlich in einer gewissen Not. Mhm. Und das passiert gerade. Die Leute fangen an, ins Umland abzuwandern. Und sie fangen an, in die Randbezirke abzuwandern, ja. Die aber auch irgendwann demnächst unter Druck kommen, weil hier das Kapital glaubt, hier lässt sich viel Geld machen. Ja. Obwohl, wenn ich mir vorstelle, neben mir ist ein Pubcall nach dem nächsten, ein Club nach dem anderen, vielleicht will man dann auch irgendwann nicht mehr in der Stadt wohnen, wenn so viele Leute hier kommen und es keine Gemeinschaft mehr gibt, keine Kultur. Ich meine, die Kieze, die besetzt werden, die haben ja eine Tradition von 30, ne, das wurde ja aufgebaut. Jetzt kommen, es wird gebaut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute, die ursprünglich da sind, lange dafür kämpfen, irgendwann auch sagen, nee, ich will einfach hier nicht mehr wohnen. Das geht vielen so. Also das ist auch ein Aspekt, dass einige die Schnauze voll haben. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, niemand wird allein gelassen. Also das als eine Orientierung auch zu nehmen. Ich kann mir jetzt eine individuelle Lösung suchen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich auch ein Problem habe. Also ich komme gar nicht da drum rum. Also mich mit anderen zusammenzutun. Und wenn ich aufs Land ziehe oder so, ich glaube, man macht sich Illusionen. Das holt einen irgendwann ein. Wenn ich fahre ja mit dem Film auch sehr viel rum. Wie gesagt, die anderen sind alle ein bisschen scheu und fahren nicht mit. Aber dann kriege ich sehr viel mit, wie es in anderen Städten läuft. Und das ist der gleiche Prozess, ob Jena, wo die ganzen ärmeren Leute schon an den Rand der Stadt gedrückt sind, oder Freiburg oder sowas. Also die Prozesse sind alle überall sehr ähnlich. Die Leute müssen sich wehren. Es gibt gar kein Ausweichen. Ja. Okay. Und das ist das, was hier auf dem Wohnungsmarkt gerade passiert, ist ein Ausdruck von einer gesellschaftlichen Entsolidarisierung. Und dem müssen wir eine Solidarität entgegensetzen. Und da ist die Politik nicht mehr der Adressat. Ich glaube, wir sind die Leute, die selber was dafür organisieren müssen und zum Beispiel eben Wohnungen zurückholen müssen. Wenn sich jetzt jemand, der das gerade alles gehört hat, denkt, den Film will ich mir jetzt gerne angucken. Ich will da mehr drüber erfahren. Wo kann man den sehen? Gibt es Festivals oder wird er in Kinos gezeigt? Oder? Naja, der läuft die ganze Zeit noch im Kino. Also jetzt nicht mehr so viel in dieser Stadt, weil der jetzt schon seit 6 Monaten läuft. Okay. Aber wir gehen jetzt in die Stadtteile und zeigen den bei Initiativen. Und auf jeden Fall kann man auf die Webseite immer gucken. Und, sag nochmal die Webseite. Da muss ich selber immer gucken und meine Brille holen. Berlingentrification.wordpress.com und da sind alle Aufführungen, sind auch die ganzen bundesweiten Aufführungen. Und wer den Film auch gerne mal bei sich haben will und zeigen will, der muss einfach uns anschreiben und sagen, hallo, ich fände es toll, ihr zeigt den in meiner Kneipe. Gut. Also auch im kleinen Rahmen gerne. Okay. Ne? Wir sind schon rum. Na dann würde ich sagen, super. Ja, danke. Danke auch. Danke, dass du hier warst. Ja. Danke auch euch, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Auf YouTube wird es natürlich auch gezeigt, wenn ihr es jetzt gerade nicht direkt jetzt sozusagen im Fernsehen sehen könnt. Und ja, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.